Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Minecraft Wither und zwar der wohl vorletzten, denn ihr seht schon, ich habe den dritten Wither-Skelettschädel mir geholt. Das hat ungefähr noch so, ja, 40, 45 Minuten tatsächlich gedauert und es sind so einige Wither-Skelette gespawnt, also mehr als in den Aufnahmen tatsächlich. Es wurde eigentlich nicht wirklich spannend. Ich habe einmal aus Versehen vor Schreck nochmal einen Zombie-Pigman geschlagen, aber dann bin ich einfach nochmal hierher gegangen, habe nämlich den Amboss geholt, um das Schwert nochmal zu reparieren, weil das nämlich fast kaputt war. Ja, und dann waren die Pigmen irgendwie schon nicht mehr wirklich aggro. Das ging alles. Heute wollen wir dann tatsächlich nochmal all das, was wir hier so haben, irgendwie vereinen. Ja, ich würde ganz gerne mich jetzt vorbereiten auf den Wither, denn wir haben eigentlich alles zusammen. Wir haben Seelensand, wir haben die Wither-Skelettschädel, damit können wir den Wither auch schon spawnen. Das heißt, unser Equipment ist jetzt eben wirklich an der Zeit, das irgendwie hinzubekommen. Wir haben Schärfe 3 Schwert, das ist schon mal okay. Wir könnten aber irgendwie auch noch versuchen, das zusammenzumachen. Worauf wir achten müssen, ist eben, dass wir nur 7 Lapis Lazuli haben. Und deswegen würde ich halt einfach sagen, machen wir eine Level 30 Verzauberung auf ein weiteres Eisenschwert und hoffen einfach, dass das irgendwie Bann oder eben Schärfer mit drauf hat. Das wäre im Prinzip so mein kleines Zielchen. Mal gucken, ob wir da jetzt irgendwie ein gutes Angriffsschwert per Zufall bekommen. Nemesis der Gliederfüßer ist nicht so geil, ne? Dann können wir nochmal irgendwie auf Level 1 verzaubern. Das geht ja, denke ich, auch nochmal ganz gut klar. Dann nehmen wir nochmal hier das Schwert, machen auf Level 1, dann haben wir 30 Level noch. So, und jetzt hoffentlich was Besseres. Schärfe 4, das ist in Ordnung. Einfach nur Schärfe 4. Okay, kann ich mit leben. Ja, und jetzt ist das Ding tatsächlich, dass ich noch ganz gerne einen Bogen haben würde. Da kriegen wir, denke ich mal, noch einen Stärkebogen insgesamt hin. Ja, müssen wir mal gucken. So, können wir den einmal verzaubern auf Level 1. Dann gibt es einmal Stärke und dann können wir den Bogen noch verzaubern auf Stärke 1. So, und dann können wir den insgesamt nochmal im Amboss zusammen craften und dann haben wir den Stärke 2 Bogen immerhin. Ein paar Pfeilchen haben wir auch. Ich denke, wir werden in der Nacht mal noch versuchen, ein bisschen auf Monsterjagd zu gehen, um eben eventuell, ja, noch ein paar Pfeile zu bekommen. Allein mit Plünderung wird sich das, denke ich, insgesamt lohnen. Ja, was ist jetzt angedacht? Jetzt bräuchten wir am besten noch, wir haben ja ein bisschen Gold, denke ich, da. Ne, 19 Stück haben wir. Haben wir noch irgendwie Golderz? Ja. Das heißt, wir könnten uns schon so einige Goldäpfelchen machen. Wir brauchen dazu allerdings erstmal Äpfel. Wir haben jetzt hier, soweit ich sehe, keine. Und ich müsste da vor allem auch nochmal nachgucken, was für Tränke wir machen können. Das ist ein kleines Problemchen, woran ich bisher noch nicht gedacht habe. Wir brauchen auf jeden Fall erstmal einen Braustand. So viel ist schon mal klar. Dafür brauchen wir Steine. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich gucke nochmal alles ganz kurz nach. Gut, ich habe mal nachgeguckt, was wir so machen können. Und das bezieht sich im Prinzip alles. Wir können hier, wir haben ein paar Gastränen, 2 Stück. Ich weiß nicht, haben wir hier noch welche drinne? Ich denke mal eher nicht, ne? Ich glaube nicht. Ich habe halt einmal einen Gast mit Plünderungsschwert getötet. Ich weiß nicht, ob das in der Aufnahme oder nicht war. Ja, und daraus können wir auf jeden Fall Regenerationstränke machen. Heilungstränke können wir nicht machen, weil wir keine Melonen haben. Aus Lohnruten können wir Stärketränke machen. Ich weiß nicht, ob ich den Stärketrank tatsächlich machen möchte. Ich glaube, es ist mir ein bisschen zu einfach. Deswegen würde ich tatsächlich rein auf Regeneration und vielleicht auch noch auf Speedtränke insgesamt gehen wollen. Ich glaube, das wäre so das, was mich reizen würde. Wo ich sagen würde, ja, das sind hilfreiche Tränke, aber keine Tränke, die jetzt so mega OP sind. So, und Bruchstein haben wir jetzt hier nirgendwo? Oder habe ich tatsächlich alles mitgenommen, was wir so haben? Scheinbar schon. Gut, dann muss ich ganz kurz hier nochmal ein bisschen Bruchstein farmen gehen. Ich glaube nämlich, dass es aus Bruchstein war. Vielleicht war es auch aus geschmolzenem... Nein, unsere Diamantspitzhacke ist kaputt gegangen. Nein! Wie kann sowas nur passieren? Ich weiß es nicht. So, mal gucken. War das jetzt, einfach so? Oder war es so? So war es, okay. Alles klar. Dann haben wir den schon mal. Dann, wir brauchen Glas. Fällt mir mal gerade so auf. Haben wir eine Schaufel? Ja. Okay, zum Glück haben wir hier direkt auch schon Sand um die Ecke. Da habe ich jetzt gar nicht dran gedacht. So, das wären dann schon 3. So, das sollte eigentlich reichen schon an Sand. Da müssen wir hier aber mal ganz kurz austauschen. Und zwar den Sand rein. Gold kann erstmal rauskommen. Wunderbar. Dann brauchen wir jetzt Flaschen. Flaschen, das kann einen kleinen Moment dauern. Was brauchen wir noch? Äpfel. Äpfel, 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 Äpfel. Haben wir hier irgendwo Eichen? Da hinten haben wir Eichen tatsächlich. Tränke brauen wird ja nicht so lange dauern, beziehungsweise kriegt man das, denke ich, auch ganz gut in der Nacht hin. Haben wir hier bei uns noch irgendwo? Nö.
Okay, dann müssen wir darüber. Wir haben aber auch ganz, ganz, ganz viele Knochen bekommen, natürlich, durch die Wither-Skelette und den Plünderungsschwert. Das heißt, wir könnten hier auch so ein paar Eichensetzlinge einsammeln und die dann da hinten pflanzen, immer wieder neu mit Knochenmehl. Wäre auch eine Möglichkeit, um irgendwie schnell an Äpfel zu kommen. Ich reiß jetzt hier erstmal ein bisschen was ab und dann gehen wir vielleicht gleich rüber, machen die Glasflaschen, schicken die da rein, packen Netherwarzen rein und so weiter und dann kommen wir wieder hierher und gucken, ob hier irgendwie Äpfel oder Setzlinge gedroppt sind. Wir brauchen ja nur so zwei Goldäpfel werden ja, denke ich mal, reichen. Ich werde auch auf jeden Fall auf OP-Goldäpfel verzichten. Wie gesagt, ich möchte, dass der Wither auf jeden Fall eine Herausforderung bleibt, wird, wie auch immer. Und deswegen, ja, möchte ich nicht zu OP an die Sache rangehen. Ja, also normalerweise, klar, das Format ist ja eigentlich, den Wither möglichst effizient zu besiegen. Bedeutet wahrscheinlich auch, dass man schnell noch ein paar Stärketränke macht, wenn man denn die Möglichkeiten dazu hat. Und das haben wir, weil wir genug Lohnrouten haben. Aber ich möchte trotzdem drauf verzichten. Ich möchte einfach drauf verzichten. So, dann mal gucken. Ja, ist doch schon mal so gut wie fertig hier. Wir müssen mal ein bisschen Platz schaffen, tatsächlich. Das kann doch hier alles irgendwie kann das alles weg. So, dann gibt man die neuen Glas her und dann können hier die Golderze wieder rein und dann machen wir hier mal ganz kurz ein paar Flaschen. So, die müssen wir alle mit Wasser füllen, stimmt ja, da war ja was. So, okay, und dann hier rein mit dir, dann brauchen wir die Netherwarzen. Wo haben wir die? Haben wir die dabei schon? Ja, da tatsächlich. Okay, eine Netherwarze hier rein. Dann wird da erstmal so ein merkwürdiger Trank draus. Und dann mischen wir hinterher noch... Glowstone haben wir jetzt, glaube ich, gar nicht, ne? Aber ich glaube, Glowstone und Redstone funktioniert, ne? Redstone macht nur Trank... Okay, wir bräuchten Glowstone tatsächlich. Da müssen wir gucken, ob wir uns noch schnell was holen. Wäre natürlich möglich. Da ist schon ein Apfel. Nice. Wunderbar. Das hat gut funktioniert. Ja, okay, alles klar. Wie viel Zeit haben wir denn noch? Okay, wir haben jetzt so ungefähr... 7 Minuten rum, circa. Es wird Nacht, okay. Ja, in der Nacht wollte ich ja eigentlich ein paar Skelette ermorden, aber... Boah. Gut. Ich glaube, das ist jetzt auch nicht allzu schlimm. So, was muss hier jetzt rein? Einmal Zucker und einmal die Gasträne, ne? So, machen wir die Gasträne erstmal rein. Dann lass uns mal ganz kurz in den Nether nochmal gehen, tatsächlich. Ein letztes Mal und Glowstone holen. Und dann können wir nämlich mit dem Glowstone nochmal einen besseren Regenerationstrank machen. Wobei der natürlich nicht so lange geht dann, ne? Der geht nur 22 Sekunden. Heißt, Regeneration Plus würde eigentlich reichen. Und dann brauchen wir noch Trank der Schnelligkeit. Da wäre Trank der Schnelligkeit 2 doch schon hilfreich irgendwie. Ja, komm, wir holen ganz kurz Glowstone, wenn es jetzt hier irgendwie in der Nähe was gibt. Wenn es jetzt hier gar nichts in der Nähe gibt, dann halt nicht. Ja, hier oben wäre was. Ja, komm. Da bauen wir uns nochmal hoch. Es scheint hier gerade nichts wirklich in der Nähe zu sein. Wir brauchen ja bloß wirklich ganz, ganz wenig Glowstone. Wenn wir ein bisschen was aufsammeln, reicht das ja schon. So, ich glaube, das war's schon. Dann gehen wir jetzt zurück. Dann werden wir jetzt gegen ein paar Mobs kämpfen. Vorzugsweise halt Skelette. Und dann sollte das alles gehen. So. Nacht ist auf jeden Fall schon mal. Gut, gut. Jetzt müssen nur noch die Skelette spawnen. Ich würde dazu eigentlich prinzipiell ganz gerne in die Berge gehen, aber wir müssen natürlich auch gleichzeitig irgendwie hier noch bleiben, um die Tränke zu brauen. So, da hatten wir jetzt gesagt, machen wir das Ganze mit Redstone. Haben wir denn Redstone überhaupt? Ja, haben wir tatsächlich. Okay, wunderbar. Dann Redstone hier rein. So, und das müsste jetzt die Tränke auch nochmal ein bisschen besser machen. Mir ist es hier ein bisschen zu dunkel tatsächlich. Ach, weil der Ofen ausgegangen ist. Ich dachte schon, der Brauchstand würde irgendwie da was machen. Ja, ich sehe keine Mobs hier, ehrlich gesagt, gerade. Ich würde ja ganz gerne ein paar Skelette vernichten. Aber wenn nirgendwo welche sind, dann ist das natürlich nicht möglich, ne? Gut, dann haben wir jetzt auf jeden Fall gleich 3 Regenerationstränke. Das sollte ja im Normalfall eigentlich auch schon reichen, was Regeneration angeht. Und dann brauchen wir noch die Speed-Tränke. Und dann sind wir eigentlich grundsätzlich fertig, außer dass uns halt noch die Äpfel fehlen. Bedeutet, ja, und ein paar Pfeile wären halt eigentlich schon ganz nice. Haben wir denn irgendwie Flint? Ich glaube, wir hatten bloß tatsächlich einen einzigen Flint, den wir für das Feuerzeug gebraucht haben, womit wir das Nether-Portal angezündet haben. Demzufolge haben wir wahrscheinlich eher weniger. Okay, wir können aber schon mal Goldapfel Nummer 1 machen, tatsächlich. So. Ich hätte auch viel, viel, viel lieber nochmal ein paar Fragen von euch beantwortet, tatsächlich, aber ist leider nicht möglich.
Warte mal, wir müssen hier echt ein bisschen mehr aussortieren. Das kann noch weg. Redstone kann auch noch weg. Ich hätte auch super gerne noch Explosionsschutz eigentlich auf die Rüstung gemacht. Das ging in Wither ja eigentlich auch immer ganz gut. Hier brauchen wir nur noch einen Glowstone. Dann sollten wir jetzt erstmal wieder Platz haben. Dann die Wasserflaschen hier rein. Dann wieder die Netherwarze hier rein. So. Ich hätte sehr, sehr gerne noch mehr von euren Fragen beantwortet. Besonders, weil jetzt noch so viele reinkamen. Aber das werde ich nicht schaffen, weder jetzt. Also jetzt, klar, konnte ich nochmal ein oder zwei Themen anreißen. Aber ich werde niemals schaffen, alles abzuhaken, was ich abhaken wollen würde. Dennoch, eure Fragen werde ich mir irgendwann in einem anderen Projekt nochmal vornehmen. Wer weiß, vielleicht kommt da ja in Zukunft schon was, wo mir genug Zeit bleibt, um auf Fragen und so weiter eingehen zu können. So, ja komm, wir machen die Zombies mal kalt. Vielleicht droppen die noch was Cooles. Der Rückschuss ist natürlich super nice. Da ist noch ein weiterer Zombie. Da sind noch Spinnen. Die geben zumindest, ja, keine Ahnung. Ich glaube, kann man den, doch. Den Bogen könnten wir zum Beispiel auch nochmal verstärken dadurch. So, ja, wow. Das ist jetzt ultra scheiße, da erstmal hinzukommen. Weil wenn das einmal auf uns jetzt gleich schießen wird, dann war es das. Ein Schlag noch, okay, nice. Gut, da sind noch viele, viele Pfeile. Da sind noch ein paar Knochen, okay. Erfahrung brauchen wir eher weniger. Lass uns mal einfach nur, um unseren Erfolg zu sehen, hier die Pfeile reinlegen. Ich weiß nicht, wie viele Pfeile wir brauchen. Wir können ja sowieso nur in Phase Nummer 1 auf ihn schießen. Und wir haben einen Stärkebogen immerhin, der jetzt aber auch nicht so ultra haltbar ist. Demzufolge keine Ahnung, wie viele Pfeile wir tatsächlich da verschießen werden oder ob wir generell auf den Nahkampf gehen. Ich weiß auch nicht, wie viel Schaden der insgesamt macht, ob wir da mit 2-3 Hits schon weg sind tatsächlich. Absolut keine Ahnung. Das werden wir herausfinden müssen. Ich habe gegen den Wither halt tatsächlich alleine noch nie gekämpft. Und für mich wird es demzufolge eigentlich das erste Mal, wo ich die... Und ich weiß, dass wir damals zu dritt mit richtigem OP-Equip an die Sache rangegangen sind. Und dann war der Wither halt kein Problem. Aber das OP-Equip haben wir ja dieses Mal nicht. Wir haben ja nur eine Eisenrüstung. Damals hatten wir, glaube ich, eine ziemlich stark verzauberte Dia-Rüstung mit Dia-Schwertern und so weiter und so fort. Das fehlt uns ja jetzt hier alles in diesem Fall. Deswegen könnte das sehr, sehr spannend werden dann in der nächsten Folge tatsächlich. Und wir müssen jetzt irgendwie auch mal wieder zurückfinden. Wo ist denn unser Plätzchen? Da hinten, glaube ich, ne? Das ist ein Skelett, sofern ich das sehe, mit Rüstung. Kann ich vielleicht auch noch ein bisschen Goldrüstung droppen und unser Inventar wieder vollmühlen. Ist natürlich ganz nice. Ich könnte jetzt auch es mit dem Bogen abschießen. Dann würden wir hier leichter rauskommen. Lass mich bloß in Ruhe. So, wir sind fast draußen. Okay, wir sind draußen. Das ist schon mal gut. So. Aua. Das wird noch nicht reichen, leider. Da ist ja noch eins. Ah, gib mir Boost von hinten doch wenigstens dann. So, okay. Noch ein paar Pfeilchen dazu. Gab, glaube ich, nicht so viele dieses Mal. So. Ich weiß nicht, eine neue Rüstung müssen wir uns ja auch nicht zwingend machen. Sollten wir eigentlich alles bewerkstelligt bekommen. Damit. Wir gehen mal hier durch den Wald durch. Ich hoffe nur, dass jetzt kein Creeper auftaucht. Und bam. Sehr schön. Wunderbar. Noch mal ein paar Pfeilchen bekommen. Hier, dich noch mal. Der hat noch mal ein Eisen gedroppt. Können wir mitnehmen. Da ist noch mal ein Skelett, glücklicherweise. Das uns Bowspammt des Todes. Sehr schön. Das hat, glaube ich, ordentlich Pfeile nochmal gegeben. Du kannst mal hier auch weggehen. Danke dafür. Okay, wir müssen nämlich mal kurz Zucker nachgeben, sofern ich das eher richtig im Kopf habe. Einmal Zucker, bitte. Gut. Gut, gut, gut. Dann haben wir auch ein paar Pfeile zusammenbekommen, zusammenkratzen können. Wenn wir jetzt noch ein, zwei mehr bekommen, sage ich dazu auch nicht nein. Was ist das? Das ist tatsächlich ein Pfeil, aber den kann ich nie aufsammeln, ne? Mann. Das wäre cool, wenn man Skelettpfeile aufsammeln könnte. Aber nein, die müssen ja einen Infinity-Bogen haben. Finde ich nicht okay von euch, okay? So, da hinten ist nochmal... Wow. Vielleicht kriegen wir die Eisenschuhe oder die Hose oder was auch immer da verzaubert ist von. Bitte nicht ins Wasser, das wäre nicht so geil. Der hält aber auch viel aus. Jetzt dürfte er aber langsam mal down sein. Hat aber auch nichts gedroppt, schade. Von seiner Rüstung hätte ich da ganz gerne noch was genommen. Aber leider wollte er nicht. Da ist nochmal ein Goldzombie. Hi, guten Tag. Wie geht's soweit? Alles klar bei dir? So. So. Oh, jetzt sind hier ein bisschen... Jetzt wird's ein bisschen aggressiv hier gerade, habe ich so das Gefühl. Aber alles gut. Da ist nochmal ein Skelett. Müssen wir leider wieder ins Wasser kicken erstmal. Vielleicht kommt es rüber von alleine. Wer weiß. Vielleicht schwimmt es ein bisschen. Keine Ahnung. So. Ich weiß auch nicht, warum ich die jetzt hier alle abschlachte. Brauche ich ja eigentlich gar nicht.
Ich brauche eigentlich nur die Skelette. Und da ranzukommen wird nicht so leicht, aber von unten vielleicht. Nice. Okay, wunderschön. Jetzt haben wir schon einen halben Stack Pfeile. Das ist doch schon mal in Ordnung. Jetzt können wir noch Glowstone reinpacken und dann sollten wir eigentlich zum nächsten Mal gut vorbereitet sein. Denke ich. Für den Wither. Also gut nicht, aber den Umständen entsprechend, ne? Ohne OP-Equip zu haben, ohne jetzt 3 Stunden nach Farm zu gehen, nach Dias oder so. Ich denke, da ist das doch ganz okay. So, was brauchten wir? Glowstone noch rein. So, guten Tag, Mr. Zombie. Guten Tag, Mr. Zombie. So. Gut, dann dürfte es ja auch eigentlich langsam mal wieder Tag werden. Wir sind soweit dann auch fertig. Nee, Goldäpfel wollte ich noch ein paar mehr haben, ne? Aber Eichensetzlinge hatte ich eigentlich aufgehoben. Sind die hier drin? Da sind sie, okay. Wachsen. Aua. Skelett ist gut. Mit verzaubertem Bogen. Aua. Wenn das ein Stärke 2 Bogen wäre, wäre das optimal. Dann könnten wir den tatsächlich noch zusammencraften. Aber nicht mal Pfeile gedroppt. Krass. Okay. Richtig, richtig geiziges Skelett. Richtig geizig. So, Lichtlevel sollte jetzt eigentlich schon in Ordnung sein, um jetzt hier mit Dings mal wieder agieren zu können. Knochenmehl gib mir mal. So. Okay. Wachse, Bäumchen, wachse. Wo ist die Axt? Mir fehlt die Axt gerade. Axt? Ich sehe sie nicht. Ach da. Okay. Alles klar. So, dann kurz das Bäumchen fällen. Links und rechts kommen ein paar Zombies und von vorne auch. Von hinten bestimmt ein Creeper. Creeper wäre tatsächlich nicht so geil. Alles andere sollte eigentlich im machbaren Bereich liegen. Also einen Apfel hätte ich schon noch ganz gerne für den Notfall, um uns mal 2 Bonusherzen zu haben. Obwohl natürlich der Rack-Trank da auch vieles, denke ich mal, machen wird. Regeln wird. Aber trotzdem, ein Äpfelchen wäre schon ganz nice. Und ich denke mal, das kriegen wir jetzt auch noch auf die Schnelle hin. So, dann dich fällen. Gut, dann bin ich sehr gespannt, wie es in der nächsten Folge laufen wird. Als Spawn-Ort für das ganze Event habe ich mir überlegt, könnten wir die Berge, in denen wir auch so Kühe suchen waren und so weiter, vielleicht nehmen. Weil da ist relativ viel freie Fläche und dann haben wir einen guten Überblick auf den Kampf vielleicht. Außerdem bieten Berge, denke ich mal, genug Unterschlupf für uns, aber auch genug Tücken, an denen man sich durchaus noch verletzen könnte. Also im Sinne von Fallschaden und so weiter. Deswegen bin ich da sehr gespannt. Und halte das für einen guten Ort, einen guten, spannenden Ort für das Finale dieses Projekts. Entweder schaffen wir es oder wir schaffen es nicht. Ich bin gespannt. We will see. Okay, einen Apfel, weiteren Apfel haben wir auf jeden Fall noch. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis dahin und tschüss.